Mehrere tausend Menschen haben in der zyprischen Hauptstadt Nikosia gegen Corona-Beschränkungen und Korruption demonstriert. Im Gegensatz zu einer ähnlichen Kundgebung vor einer Woche, die von Gewalt überschattet wurde, verliefen die Proteste diesmal friedlich. Die Protestierenden verlangten auch den Rücktritt von Nikos Anastasiadis, dem Regierungschef. Wir sollen doch ein europäisches Land sein, da ist sowas nicht akzeptabel. Ich bin sehr wütend über die fehlende Transparenz der Regierung. Ich bin sauer, weil die mit allem davonkommen. Die Protestierenden zogen vom Zentrum Nikosias zum Parlamentssitz. Zu der Kundgebung aufgerufen hatten mehrere Gewerkschaften und überwiegend linksgerichtete Organisationen. Unterdessen formiert sich in Australien Widerstand gegen die am Montag beginnende nationale Impfkampagne. In mehreren Großstädten wie hier in Sydney versammelten sich Hunderte Demonstrierende zu Märschen und Kundgebungen. In Melbourne wurden bei Protesten mehrere Menschen festgenommen. Für die nächsten Tage planen Impfgegner und Gegnerinnen weitere Proteste.